In dem Video geht es um Asan. Er erzählt von seiner Flucht aus seinem Heimatland Afghanistan. Zunächst stellt er sich selbst einmal vor. Ich bin 19 Jahre alt und möchte über meine Flucht erzählen. Ich konnte nicht in Afghanistan leben, weil unser Leben in Gefahr war. Ich habe 2 Brüder und 4 Geschwister. Ich komme aus Kunduz und das liegt im Norden von Afghanistan. Mein Vater hat als Bauer gearbeitet und ich habe ihm dabei geholfen. Ich war 3 Jahre in der Schule, in der Stadt, musste aber aufhören, dahin zu gehen, weil es so gefährlich war. Denn in Afghanistan gibt es seit 1994 die Taliban. Sie kämpfen gegen die Regierung, gegen die Polizei und setzen die Bevölkerung unter Druck, machen Angst, entführen die Menschen, erpressen und töten sie. Die Taliban haben ihre eigenen Gesetze und sie sind für die terroristischen Anschläge in Afghanistan verantwortlich. Asans älterer Bruder hat bei der Arbeit ein Mädchen kennengelernt und sich in sie verliebt. Jedoch ist ihre Familie auch bei den Taliban. Ihre Familie wollte nicht, dass sie heiraten, weil Asans Familie keine Taliban sind. Deshalb traf sich Asans Bruder heimlich weiter mit ihr. Als ihre Familie davon erfuhr, haben sie seinem Bruder die Hand gebrochen. Das war sozusagen ein Warnschuss. Als das Mädchen dann schwanger wurde, mussten die beiden ins Ausland fliehen. Sie hätten sonst gesteinigt werden können. Das ist in ihrem Dorf bei einem anderen Pärchen passiert. Danach wurde Asans Familie überfallen und nun mussten sie auch fliehen. Asan war damals 16 Jahre alt. Sie sind nachts im Gebirge gelaufen und mussten leise sein. Sie mussten sich verstecken und sollten rennen, wenn die Polizei kommt. Das war mit seinen kleinen Geschwistern sehr schwer. An der türkischen Grenze kam dann die Polizei und alle sind auseinandergerannt. Dabei habe ich meine Familie verloren. Meine Familie wurde wieder nach Afghanistan geschickt. Ich habe es über die Grenze in die türkische geschafft. Ich habe mit meinem Vater telefoniert, was ich alleine machen soll und wollte zurück. Mein Vater wollte aber, dass ich in Sicherheit bin und weiter nach Europa gehe. In einem kleinen überfüllten Boot ist Asan dann von der Türkei nach Griechenland gefahren. Mit dem Bus, dem Zug und zu Fuß ist er weiter nach Deutschland gereist. Zuerst war er hier in einer Erstaufnahmeeinrichtung und ist dann nach Cottbus in eine Jugendeinrichtung gekommen. Als ich 18 Jahre alt war, habe ich eine Wohnung bekommen. Während dieser Zeit habe ich viel Hilfe von Deutschen bekommen. Für mich war es schwer, selbst in Sicherheit zu sein und zu wissen, dass das Leben meiner Familie bedroht ist. Mein junger Bruder wurde von den Taliban entführt und sollte kämpfen. Nach ein paar Wochen konnte er aber zurück. Mein Vater ist inzwischen von den Taliban getötet worden. Meine Mutter lebt mit meiner kleinen Geschwisterin allein. Das macht mich auch traurig. Ich kann nicht helfen. An diesen Tagen kann er sich schlecht auf seine neuen Aufgaben hier in Deutschland konzentrieren. Er ist froh, dass er deshalb mit einer Psychologin sprechen konnte. Sie half ihm, mit der Situation umzugehen. Hier in Deutschland kann er jetzt zur Schule gehen. Jetzt gehe ich in die 10. Klasse, danach möchte ich eine Ausbildung beginnen. Aber auch wenn man gut durchspricht und alles macht wie die Deutschen, wird man als Ausländer gesehen. Auf der Straße werde ich oft komisch angeguckt und manche Leute sind böse zu mir. Ich wünsche mir, dass die Menschen verstehen, dass ich ein normaler Mensch bin. Ich bin dankbar, dass ich in Sicherheit leben kann. Mein Ziel ist es, die Leute zu überzeugen, dass wir in Frieden miteinander leben können.